Interessantes drin. Das kriegen wir nicht auf. Testament. Ich mich an den Rest meiner geistigen Gesundheit klammernd, erkläre dies als mein Testament. Ich erkläre hiermit alle meine vorherigen Testamente als genauso wertlos wie die leeren Hülsen, die sich meine Freunde und Partner nennen. Meinem Agenten Thomas Caldwell vermache ich das teuflische Ungeziefer, das in meinem Haus nistet, und bete darum, dass es genauso endlos an ihm nagen und ihm das Blut aussaugen wird, wie es das mit mir getan hat. Meinem Verleger Liam Brickstone vermache ich die Flammen, denen die Liebe meines Lebens zum Opfer gefallen ist, und hoffe, dass sie ihn zusammen mit seiner elenden Schlampe und dem kreischenden Balg, die er seine Familie nennt, einäschern werden. Meinem Rechtsanwalt James Jerome Settler vermache ich die Krankheit, die meinen Verstand und meine Seele verrotten ließ, damit er sich genauso leer und nutzlos fühlen kann, wie er dies für mich gewesen ist. Allen sonstigen Schmarotzern, die aus dem Gebälk kriechen, hinterlasse ich nichts, zur Hölle mit euch allen. Zu guter Letzt vermache ich dir, meiner geliebten Tochter, meine gesamten irdischen Besitztümer, was auch immer sie wert sein mögen, hoffe ich, dass sie dich inspirieren werden, dein wahres Potenzial zu erkennen. Das letzte und kostbarste Geschenk jedoch kann ich dir nicht geben. Das musst du selbst entdecken. Ich glaube an dich, wie ich es immer getan habe. Okay. Ach, kriegen wir doch auf. Ist aber nichts drin. Taschenlampe flackert wieder. Zwei Räume haben wir noch, ja? Genau hier, wie er immer und immer wieder seine Frau gemalt hat. Und nie zufrieden damit war. Hier haben wir aber scheinbar nichts zu interagieren und auch keine Erinnerungen, weil wir das wahrscheinlich ja auch alles nicht kennen. Unser Kinderzimmer. Hier ist nicht mehr viel übrig. All right, young lady. Shall we continue? Right. Whatever happens, just keep looking at me and listen. Now, where was I? Ah, yes. The princess was all alone in the dark. And yet, she felt that the evil witch was lurking nearby. As her eyes adjusted... Entschuldigung. As her eyes adjusted to... Keep your head straight! Oh, hab ich mich erschrocken. Das war gerade laut. As her eyes adjusted to the darkness, she saw something moving in the corner of her eye. And yet, she did not dare to move. For she knew that that would be the end of her. The princess heard a fearsome growl. The witch. As the princess moved, the growl got louder. Oh, what the fuck? The witch had unleashed her familiar, the hellhound. The monster sniffed at the air, its perky ears wary of even the slightest sound. The princess remained motionless, letting the monster pass. There was a stillness. Eyes front, young lady! Mach ich doch. There was a stillness in the air. The princess breathed a sigh of relief. For a moment, it seemed like the worst was behind her. And yet she knew that it was not over.
There was still danger nearby, waiting for her slightest move. Frozen in terror, she kept looking straight ahead. Suddenly, she heard a terrifying cackle. It was the evil witch herself. The wretched thing despised beauty and innocence, for she had neither. The hag was near. Ja, ich tu's. Also. The hag was near, just outside of view. But our heroine didn't dare to look. She had to keep her head straight, lest she be cursed by the witch's foul magic. She could almost feel the chilling touch of the witch's hand at her neck. She felt the sudden urge to run away, but fought it with all her will, for she knew that was precisely what the witch would have wanted. And then, just like that, the chill was gone. She saw a glimmer of light over the horizon. The sun was almost upon her. It was almost dawn. It was almost over. And there! The princess stood triumphant in the sun, smiling as she... Wait. That's not right. Her face. Why is she still... scared? Oh, God. I didn't mean to... Princess, I am so sorry. It's not that he was cruel. It's just that, to him, reality was just a pale reflection of art. He was blind to the world, unless it was translated to him through a canvas. What the fuck? Das ist diese Tür. Okay. Moment, können wir jetzt durch die Tür, die uns die ganze Zeit verschlossen war im Hauptspiel schon? Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was da drin ist. Können wir da jetzt rein? Okay, jetzt bin ich gespannt. I don't know what I expected to find. A farewell note? A final will? What I found was an apology. Expressed in the only language he ever truly knew. At that moment, I could finally see my father for what he was. A man driven insane with sadness and guilt. Trapped in this house, a nightmarish echo chamber of past mistakes and tragedies. It was this house, a place beyond hope, beyond redemption. I knew what I had to do. I had given up trying to understand my father a long time ago. But I could finally forgive him. Hey, Princess. What have you got there? Oh, that's so lovely, sweetie. But why pink? Oh, das war's. Das war schon das DLC.
Das war aber sehr kurz. Das war echt kurz. Oh nein. Und wir werden genauso wie unser Vater. Das... Okay. Bei dem Ende haben wir also unserem Vater quasi vergeben, alles was er getan hat. Und letztendlich werden wir genauso wie er, unserer Tochter gegenüber. Oh, das ist nicht gut. Das war aber sehr spannend. Das war kurz, aber wirklich spannend. Viele Informationen habe ich hier noch bekommen über die ganze Geschichte. Oh, ich bin echt neugierig. Ich möchte eigentlich direkt nochmal probieren. Nochmal spielen. Das Hauptspiel und das DLC nochmal und ein anderes Ende erzählen. Ich möchte sehen, was es noch so gibt. Oh Mann. Na gut. Das war Layers of Fear Inheritance. Ich bedanke mich dann vielmals fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in einem anderen Video wieder. Bis dann. Oh, die Katze war so süß. War echt ein tolles DLC. Hat echt Spaß gemacht. Kurz, ging schnell rum. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen ich jetzt geschafft habe. Aber es war auf jeden Fall spannend. Okay, jetzt aber wirklich. Tschüss.